Hallo Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Modellbahnkanal. Und zwar habe ich vor heute ein ESU Lock Sound, den ich schon mal vorbereitet habe, in eine Pico G6 einzubauen. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß, mir zuzuschauen. Und ich hole euch mal näher ran. So, dann wollen wir sie erstmal auspacken. Die kleine niedliche G6. Ups. So. Boah, die ist aber schwer. Die hat ja richtig Gewicht. So. Das ist Pico Expert. Die hat einen Haftreifen. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich die zerlege. Da gibt es diese schöne Explosionszeichnung. Und da sehe ich drei Schrauben. Drei Schrauben. Also hier sehe ich bloß zwei. Die werde ich mal lösen. Nummer 1. Und Nummer 2. Hier oben ist noch eine. Aha. Ja, das sind die. Die ich nicht hätte lösen brauchen. Ich habe noch andere gefunden. Da wollen wir die wieder festdrehen. Also die zwei waren es nicht. Hier ist eine. Und hier ist eine. So, jetzt müssen wir bloß noch die dritte finden. Also hier oben ist noch eine und hier unten ist sogar noch eine. Das sind aber kleinere. Ich glaube, hier ist noch eine.
Ja, es kommt hier bleibt es hängen. So, Treffer haben wir nicht. Lokführer. Oh, das wird gar nicht so einfach, da einen Lokführer reinzubasteln. Ja, hier haben wir den Decoder. Was haben wir denn hier? Ein Pufferkondensator haben wir sogar hier. Na, gucke an. Oder soll das der Lautsprecher sein? Das ist dieses komische Ei. So. Ja. Theoretisch ist die blaue Kanzel bloß drauf gesteckt. Also das ist der Lautsprecher. Da habe ich doch richtig gedacht. Das sollte der Lautsprecher sein. Da haben sie noch wie so ein Gewicht reingebaut. Sehen. Ja, das ist ein Gewicht. Ja, komm raus. Ja, das ist nicht groß. Passt da unser ESU rein? Ja, das wird knapp. Wir müssen erst einmal bekleben. So, jetzt buddeln wir uns gleich mal an den Lokführer vor. Ist das hier mit Nasen versehen irgendwo? Nee. So, gucken. Das ist Zinkguss.
Das ist Plaste und das ist auch Zinkguss. So. Dann brauchen wir einen Lokführer. Ich habe da mal was vorbereitet. Der Aufkleber immer hier davor. So. Also der könnte mir hier schon zusagen. Ja, noch von der Höhe, das passt. Ja, da fällt er um. War ja logisch. Wir müssen denn eh ein Stückchen kürzen. Leim. Er ist zu. Dann müssen wir mal aufmachen. Ich habe ihn doch gerade angehalten. Da hat er doch gepasst. Das muss so rum. So rum. Schon richtig. Jetzt müssen wir hier den Brückenstecker rausnehmen.
den Brückenstecker rausoperieren. Und dann muss das große Teil dort rein und das muss an die Seite. Es passt nicht so rein, wie es rein soll. Ich muss da mal ein bisschen mehr Platz machen. Nee, das passt doch rein. Jetzt muss man das bloß wieder aufstecken. Wo sind die Kabel reinschieben? So. Haben wir die Kabellage drinne. Dann haben wir auch schon Ersatzteile. So, der Lokführer klebt. Aber das ist so eine schöne Kanzel. Ich guck mal, ob ich noch einen spendiere. Nein, die sind zu groß. Hier noch den
denn hier als Mitfahrer? Oder einen sitzenden Rangierbegleiter haben wir nicht, nee. Also doppelt haben wir gerade mal den hier. Ja, nehmen den. Das hier.
Ja. Die haben das hier so verbaut, dass das hier im Wege ist. Wir fehlen jetzt das muss raus. Hier müssen wir was wegschleifen an dem Gehäuse, sonst kriegen wir das nicht rein. So wie auf der Seite muss es auch auf der Seite sein. Dann werden wir uns mal den Dremel holen und ich mache mal kurz Pause. So, liebe Freunde, ich habe sie wieder zusammen, die G6, mit Sound und digital. Sehr schöne Lokomotive. Wie gesagt, so ein kleines Teil habe ich da rausgefräst wegen den Lautsprecher, sonst hätte der da nicht reingepasst von der ESU. Aber man sieht nichts. Alles gut, alles schön, alles Schmuck. Ja, im nächsten Video dann Probefahrt, Testfahrt. Bis dahin. Tschüss.